Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anno 1404, wo wir hier bei dem Dom sind und dann nicht ganz genau wissen, ob wir den jetzt tatsächlich schon fertigstellen sollen oder noch nicht. Wir müssen vermutlich diese Siedlung hier einnehmen. Oh, hier brennt's auch. Oh, die fangen alle an zu brennen. Oh, das ist nicht so toll. Gefällt mir jetzt nicht wirklich, dass das hier alles anfängt zu brennen. Ich würde es eigentlich gerne einnehmen. Mal gucken, ob mir es gelingt. Ich meine, wir haben hier eine coole Flagge gehisst. Die werde ich auch einfach weiter behalten, die Flagge. Ich bin ja nicht doof. Ich meine, wenn wir jetzt schon hier die Chance haben, dann nehmen wir das natürlich direkt. So, komm her hier. Wir wollen hier direkt hin. Ich will direkt hier einen Weg bauen. Eine ja, Produktion geil. Kommt zum So, schön, eine Mandelplantage hier. Ist doch sehr nett. So, hier haben sie die fetten Kriegsschiffe. Vielleicht sollte ich auch mal hier überlegen, mir eine schöne Werkstatt zu bauen. Ein Landungssteg. Na, wo ist denn hier die große Werft? Hafenabwehrturm. Kleines Lagerhaus. Kalmauer. Hafenmeisterei. Kleine Werft. Wo ist denn die große Werft? Große Werft. Da ist die große Werft. Warte, was kostet hier? Nicht, dass wir hier alles verbraten, was wichtig ist. 46 Steine und ja, ja, okay. Ist okay. Toll. Aber kein Platz hier. Wir haben keinen Platz für eine Werf. Wollt ihr mich verkohlen? Hallo? Es ist ja nicht zu fassen. Kann sein, dass hier irgendwas abgerissen werden muss. Landungssteg. Mann. Das ist natürlich auch... Eine welch grässliche Krankheit. Bestimmt habt ihr sie euch eingefangen, als ihr dem Kaiser an seinem Totenbett die Hand gehalten habt. Die Anzeichen dieser Krankheit, dieselben wie bei unserem Kaiser. Mein Gott, Lucius steckt dahinter. Er hat den Kaiser vergiften lassen. Und nun sind wir an der Reihe. Ja, davon gehe ich aus. Na toll, und was sollen wir jetzt dagegen machen? Dieser Kardinal steckt hinter dieser entsetzlichen Krankheit. Aber Allahs Gnade ist groß. Ich habe unlängst diese Hexen besucht und... Hamdallah, die letzten Tropfen ihrer Essenz des Lebens erworben. Okay. Dann gib mal her hier. Das ist nicht so toll. Okay, wir haben einfach mal die Pest in der Stadt. Und das breitet sich natürlich komplett auf alles. Aus. Haben wir hier vielleicht genügend Eisen? Und wir haben auch hier genügend Eisen. Okay, komm. Hier, schnelle. Schnelle, Schiffchen. Warte, hier, komm, ey. Es geht jetzt nicht. Ich muss erstmal kaufen hier. Ich muss erstmal das Segeltuch hier. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr hin. Ja, das ist jetzt nicht so wichtig. Guckt euch unser Minus an, was wir hier kriegen. Alter, Falter. Das ist jetzt aber richtig böse. Na komm hier. Ja. Haben wir es jetzt? Ne, haben wir nicht. Komm mal hier. Ich möchte mal kaufen. Ja. Großartig. Danke. Schneller. Weiß nicht, ob das jetzt viel gebracht hat hier. Aber haben wir hier unten irgendwo ein... Unten wäre ein Markthaus ganz geil. Nee, ich kann ja nur hier zum Kontor hier fahren. Verdammt. Der Mob ist drauf und dran, ihre Siedlung in Brand zu stecken. Ja, und was soll ich dagegen machen? Verdammt nochmal. Ich kann ja nichts tun. Wie meine Siedlung in Brand zu stecken. Ja, ich würde ja gern hier irgendwie euch beruhigen oder so, aber... Ich bin nicht so schnell. Leute. Ja, die machen gleich alles kaputt und dann sind wir tot. Das wäre natürlich hier super Highlight. Das wäre richtig fail. Aber ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, was man da machen soll. Man müsste dann natürlich ganz schnell hier unten Eisenerz hinbringen, dass man das direkt vor Ort hat. Das wäre die einzige Möglichkeit, das geschickt zu machen. So, kommt hier. Leute, schneller. Schneller arbeiten. Wir kriegen ja nur minus 900 Münzen. Dann können wir hier irgendwie schnell noch was bauen, bevor es zu spät ist vielleicht.
Großvisier, der will auch schon wieder irgendwas. So, hier, komm, ich brauche Eisen. Ich brauche Eisen. Scheiße. Ich brauche Eisen, wo ist Eisen? Da ist Eisen. Hier, komm, zack, und direkt hier runter, bitte. So schnell es geht. Sag mir nicht, der braucht da noch was anderes. Das wäre dann na, voll fehl. Aber mal gucken. Okay, wir kriegen... Warum gehen die Bücher runter? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Wir sollten hier keine Bücher verbrauchen. Oh, alle gehen auf die Straßen. Die sind unzufrieden, weil sie krank sind. Und jetzt kommen sie hier und wollen alles anzünden. Leute, wenn ihr krank seid, kann ich doch da nichts für, ey. Ganz ehrlich mal. Aber ja, da kriegen wir noch ein bisschen Geld. Das hilft natürlich jetzt viel. Haben wir irgendwie einen Doktor? Onkel Doktor. Können sie irgendwas für uns tun? Nee. Kann er nicht. Kann er nicht. Schneller, Leute. Bitteschön. Bitte, bitte. Und ich habe das Gefühl, ich werde auch nicht wirklich unterstützt. Kommt es zum Aufstand? Ja, das merke ich durchaus. Hat sich irgendwie angedeutet. Warte mal, hier, Feuerwachen können wir noch ein paar bauen. Wir können einfach noch ein paar Feuerwachen bauen. Wo haben wir Feuerwache? Hier haben wir Feuerwache. Dann bauen wir hier eine Feuerwache. Und bauen wir hier eine Feuerwache. Und hier hinten auch noch eine. So, dass wir, solange wir das Geld noch haben, geben wir es aus. Zack. So. Solange wir es haben. Okay, hier kommt. Zack, zack. Ihr schnell. Wollt also dieses, ja, dieses möchte Mittel ich haben. Wird all eure Untertanen heilen. So jedenfalls hat es mir Hekata versichert. Okay. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Nein, hä? So, so wollte ich das haben. Ja, dankeschön. So hat die das gesagt. Geil, wenn das direkt funktioniert. Okay, nur für innere Anwendung. Pff. Jetzt aber schnell. Viele Leute sind nicht mehr da und sie rennen schon, um zu brandschanzen. Oder zu brandschanzen, wie auch immer. Das wäre nicht so geil. Wir haben echt komplett Glas auf höchster Stufe. Krass. Ja, aber gut, wenn die gerade alle hier nicht so viel verbrauchen und gerade alle so ein bisschen unzufrieden sind, dann verbrauchen wir tatsächlich nicht so viele Rohstoffe. Das hat ja auch was. Guck mal, dann hier haben wir jetzt das schon wieder auf Höhe. Fische laden sich auch auf. Ja, es wird alles ein bisschen mehr. Bücher haben wir schon tatsächlich eine ganz gute Menge jetzt. Ja, hier, jetzt haben wir allerdings ein krasses Minus. Minus 1600. Ja, das ist doch relativ eindeutig, möchte ich mal sagen. Wir machen immer noch ein Plus von 2600. Mhm. Warum auch immer. Achso, die hier unten, die sind glücklich, ne? Denen geht's gut hier auf der Insel, wa? Guck mal hier, die große Noria. Der geht's auch noch gut. Sehr geil. Hier kann ich tatsächlich was machen. So, und das mache ich auch direkt. Nicht genügend Goldmünzen. Ha! Ja, ich vergaß. Die so. Essenz des Lebens? Von den bitte. Hexen vom alten Baum? Das ist unsere Rettung. Ja. Das ist sie. Die Rettung. So, schauen wir mal. Geht ihr jetzt wieder nach Hause oder was ist los hier? Eine Produktion kommt zum Erliegen. Immer noch so viel Minus. Geht mal langsam wieder nach Hause, Leute. Ihr müsst... Also wir müssen Leute einziehen lassen hier, ne? Die müssen alle wieder einziehen. Da haben wir noch nicht so viele Leute hier. Hehe. Okay, Leute. Ja, müssen wieder ein paar mehr Leute hier werden, ne? Damit wir wieder ein bisschen mehr Gold kriegen. Wow, jetzt haben wir schon minus 3500 Gold. Was machen die dann noch? Okay, die prügeln hier immer noch so ein bisschen mit Feuer um sich. Mhm, warum auch immer. Aber jetzt guckt mal. Ah, jetzt geht's wieder hoch. Jetzt geht's wieder hoch. Guckt mal. Jetzt beruhigen sie sich alle, gehen brav nach Hause. Und jetzt sollte es doch bald auch ein bisschen besser laufen. Na, das wäre doch gut.
Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jetzt ist aber gerade wieder ein bisschen Pause. Das ist komisch. Manchmal wird es mehr, dann wird es wieder weniger und naja. Wir sehen, die Bevölkerung wächst. Also da ziehen jetzt ziemlich viele Leute ein. Boah, es hat uns aber schon arg zurückgeworfen irgendwie. Es hat uns ziemlich stark zurückgeworfen. Und jetzt minus 4700. Ja, und sobald wir mit der Dombaustelle loslegen, ist auch alles im Eimer so ein bisschen. So, was können wir denn verkaufen hier? Was gibt's denn, was wir verkaufen könnten? Wir könnten verkaufen... Wir könnten uns tatsächlich überlegen, ob wir hier ein bisschen was von verkaufen. Wir können tatsächlich Glas verkaufen oder Brote hier so ein paar, ne? So, oder ein bisschen Bier können wir auch verkaufen. Und hier oben verkaufen wir... Was verkaufen wir hier Schönes? Hier so Salz, genau, und Sohle auch. Zack, verkaufen wir alles. Alles verkaufen! Oh, es geht voran. Oh, es geht voran. Die Leute ziehen wieder ein. Wir kriegen bald wieder ein bisschen mehr Geld. So, die Bürger können wir auch gleich wieder auf normal stellen. Ja, die Bauern noch nicht. Dort brauchen wir noch. Wir müssen noch ein paar wieder einziehen. Dauert noch. Dauert noch ein bisschen. Aber die hier sind erstmal soweit glücklich. 14 von 15. 14 von 15, überall im Prinzip. Das heißt, da können wir dann tatsächlich hier gleich auf gelb stellen, sobald die dann bei 15 sind. Und das hier, ja, das dauert noch ein bisschen, aber nicht so lang. Wow, ey. Heftig. Ja, 121, ne? Natürlich schon eine ganze Menge. Pling, pling, minus 6000 Goldmünzen. So, 15 von 15 sind jetzt alle Bauern eingezogen. Na ja, gut, komm, dann machen wir auf ausgeglichen. Pling, alle Bürger eigentlich. Sind wir nur noch bei minus 130. Toll. Immer noch fettes Minus. Aha. Oder sind irgendwo noch mehr Bürger weg gewesen? Nee, ne? Wir machen aber nicht viel Plus tatsächlich. Das gefällt mir nicht. Okay, wisst ihr was? Wir stellen hier mal die hier alle auf Pause. Werkzeugmacher stellen wir auch auf Pause hier. Ein bisschen... Kostet ja alles weniger Geld. Alles, was wir an Geld sparen, ist gutes Geld. Ach, hier haben wir die anderen beiden Glasschmelzen gehabt. Da waren sie. So, jetzt sind wir ein Plus. Geil. Ha, seht ihr wohl. So geht das. Jetzt machen wir ein Plus von 126 Münzen. Yay! Das ist ja wahnsinnig toll. Richtig große Klasse. 3700 Goldmünzen minus immer noch durch irgendwelche komischen Geschichten, die wir hier haben. Oh, weia. Ja, ich flehe euch an. Ja, ich weiß, wir sollten den Bau wieder aufnehmen. Es sind nur noch 47 Minuten. Ich hoffe, dass wir hier von unserem Al-Sahire dann noch irgendwas kriegen. Es ist an euch, Jahrhunderte altes Wissen zu enthüllen. Ja, will ich. Ibrahims Foliant enthält das. Ja, er hofft, dass wir das früher hinkriegen, aber bislang haben wir das noch nicht. Nur für innere Anwendung. Okay. Ja, wir brauchen noch ein bisschen was, ne? Wir brauchen noch Rohstoffe. So, warte mal. Du kannst auf jeden Fall schon mal hier runterfahren, weil wir dich garantiert hier irgendwann brauchen. Boah, es ist aber immer noch sehr viel. Sehr viel Geld, was ich finde, fehlt. Ihr macht eure Sache ganz anständig. So, stellen wir hier auf ausgeglichen. Dann gibt es noch ein bisschen mehr Geld. Die stellen wir auch auf ausgeglichen. Dann gibt es auch noch ein bisschen mehr Geld. Es ist aber alles immer noch so wenig. Warum ist das denn so wenig? Okay, anscheinend werden hier nicht genügend Gewürze abgeholt. Sehe ich das richtig? Können wir ja tatsächlich hier eine anhalten, wieder eine Gewürzplantage. Wir haben so viele Gewürzplantagen vor allem.
Okay, das geht ziemlich fix. Da können wir auch tatsächlich diese Route nochmal verbessern. In ihrer Siedlung fehlt es an Gemeinschaft. Wo? Glaube ich nicht. Wo soll es denn an Gemeinschaft fehlen? Ach, der hier. Ja, komm, komm. Nehmen wir das mal weg. Ist halt ein bisschen weniger Gemeinschaft. So, wie sieht's aus hier? Minus 5700, yay. Ist ja wahnsinnig cool. Der Warenverbrauch auf der Dombaustelle ist enorm. Ich muss jetzt erstmal wieder irgendwie ins Plus kommen. Aber wir müssen das Bauwerk zuerst vollenden. Alles das heißt, andere wir ist sollten nachrangig. Auch tatsächlich gucken, ob wir irgendwas haben, was viel Geld verbraucht. Die verbrauchen halt nicht so viel, ne? Die Hanfplantage und die Webstube, die verbrauchen ein bisschen was. Hier, die können wir mal pausieren. Was ist mit denen? Ja, Webstube. Ja. Haben wir alle mal auf Pause erstmal. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, das ist okay. Steinmetz können wir auch erstmal pausieren. Oh, Seiler vor allem. Hier, den können wir pausieren. So, und warte. Hier, Waffenschmied. Die Waffenproduktion, die ist auch so teuer, ne? Ja, 30. Na gut. Jetzt nicht mega teuer. Mosthof, ja, okay. Hanfplantage halten wir erstmal an. Ne, warte. Aber weiter hier. Aber hier halten wir einmal an. Webstube auch. Jupp. Die sollen hier erstmal bitte ein bisschen... Eine Produktion kommt zum Erliegen. Oh ja, sehr gut. Hier, Fischer. Fischer auch. Sehr gut. Alle erstmal auf Pause. So. Sparen wir ein bisschen Geld. Haben wir ein bisschen Kosten eingespart. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen schneller wieder ins Plus, aber das dauert immer noch so lange. Eieiei, das dauert und dauert eine ganze Weile. Tja, müssen wir mal schauen, wie schnell das alles vonstatten geht hier. Was ist mit der Mühle? Oh, die Mühle verbraucht auch eine ganze Menge. Und das Backhaus auch. Die Weizenfarm verbraucht dafür gar nichts. Das ist komplett entspannt. So, hier. 744. Nochmal mehr Geld. Yeah. So, wisst ihr was? Damit ihr glücklicher seid, gebe ich jetzt das für euch schon frei. Dann könnt ihr euch schon mal ein paar Bücher holen. Dann werdet ihr belesener und dann gibt das auch nochmal ein bisschen mehr Geld. Wir haben mittlerweile genügend Lederwämser und genügend Bücher in der Siedlung. So dass ihr euch da einfach mal bedienen dürft. Okay? Danke. Tut es einfach. So, da geht's jetzt los. So gefällt mir das. Und wir sehen, der Balken wandert und wir kriegen ja ein bisschen mehr, aber es ist noch nicht super viel, aber wir gehen auf die 1000 zu. Oh ja, wir gehen doch deutlich auf die 1000 zu. Okay, wir gehen deutlich auf die 1000 zu. Ja, kommt. Das geht noch besser. Oh, das geht noch besser. Ich will unbedingt ins Plus hier. Minus 3000. Die Hälfte der Schulden haben wir schon fast getilgt. Boah, das hat uns natürlich richtig zurückgeworfen jetzt. Das hat uns richtig extrem zurückgeworfen. So, wie sieht's aus mit Rohstoffen? Ist das okay noch? Das ist noch alles gut. Wir können uns das leisten. Kein Schiff in Reichweite. Doch, das ist so ein Schiff. So, wo waren hier die Seilerei? Hier, ne? Können wir da irgendwo zu einer anderen Seilerei? Nee, ne? Boah, selbst so kostet die noch 20. Oh, das ist krass. So, hier, Lager voll. Guck mal, hier, was soll das denn? Da können wir hier das auch noch alles anhalten. So, die Weizenfarmen, die machen weiter. 1000! Jetzt kriegen wir 1000 plus! Na, das ist auch schön! Ah, das tut gut. Das tut gut, so eine schöne Zahl zu sehen hier. Okay, dann machen wir folgendes. Wow, das steigt immer noch. Immer noch nicht auf der maximalen Stufe. Wow. Wenn ihr mich fragt, es gibt hier noch einiges, was getan werden muss. Ja, das ist korrekt. Da hast du durchaus recht mit. Aber es sieht schon sehr schön aus, muss ich sagen. Also es läuft schon echt gut hier. Wir kriegen nach wie vor noch ein bisschen mehr Geld immer rein. Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann haben wir bald noch 40 Minuten und ich hoffe, dass wir wirklich hier was Tolles herbekommen.
Ich eine Straße ebnet etwas. Den Pfad zur Weisheit. Yusuf bin ja, 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 ja. Eine Straße ebnet den Pfad zur Weisheit. Man müsste erstmal Geld haben dafür. Wenn wir dafür genügend Geld haben, dann können wir das machen. Oh, wir sind gleich unter 2000 Schulden. Das ist doch schön. Da können wir direkt zu Beginn der nächsten Folge dann hier eine schöne, schöne Straße ziehen, weil dann unsere Schulden komplett getilgt sein werden. Na, das ist doch angenehm. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht es schon echt auf den Schlussspurt. Und ich hoffe, dass das alles gut läuft und wir schnell fertig werden mit der Dombaustelle. Macht's gut. Ciao.